Herzlich willkommen zu Florian Homm spricht Klartext auf YouTube heute. Paradise in Panama oder das Paradies in Panama. Und das ist ein etwas durchgekautes Thema, ich möchte es gar nicht mehr hören. Panama Papers und die Paradise, Paradies Papers, mich nervt sowieso, weil ich in beiden drin stehe, eine äußerst dubiose Auszeichnung. Viele dieser Geschäfte sind komplett legal, aber sie zeigen natürlich auf, wie große Familien, Vermögende und Unternehmungen, Institute ihre Steuerlast massiv reduzieren. Und es ist nur ein Sinnbild davon, dass Bestrebungen, etwas gegen die Panama Papers zu unternehmen, durch diese Nutzung dieser Offshore-Gesellschaften, das hat Herr Schäuble ja angekreidet, wurde aber dann komplett kontergariert durch eine Luxemburger-deutsche Connection. Wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, aber Sie haben es wahrscheinlich nicht in den Mainstream-Medien mitbekommen, es gab ja sogar einen Ausschuss in Brüssel, dass man endlich diese hochriskanten, systemisch riskanten Banken, dass man das Risiko daraus nimmt, dass man nicht nochmal einen Crash hat. Dann wurde eine Taskforce gegründet in Brüssel, die beschäftigt sich damit, das Geschäftsbanking, also das normale Standard-Leih- und Kreditgeschäft, dass man das trennt vom Investmentbanking, vom hochspekulativen Trading. Diese Taskforce wurde eingestampft, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, dass der Geld- und Wirtschaftsadel einfach dreimal fitter ist und enorme Ressourcen investiert in Steueroptimierung, auch mit allen Lobby- und juristischen Mitteln. Wir sind gerade bei dem Thema Lobby, eine der größten Firmen der Welt, die amerikanische General Electric. Im Dow Jones zahlt seit circa 10 Jahren in der Summe keine Steuern. Nicht, weil sie nicht profitabel sind, sondern weil sie so eine starke Lobbyhoheit haben und Steuer- und Rechtsberater und an die halbe Tausend. Und dagegen soll man konkurrieren können, wenn man Wirtschafts- oder Finanzminister ist und kein Tuten und Blasen von dem Thema hat. Das ist ja ungefähr, als würde die Landesauswahl Hessen gegen die Champions League All-Stars spielen. Vergessen Sie es. Und diese ganzen leidigen Diskussionen, Panama, Paradies, die kann man sich echt erübrigen, wenn man nicht auf Lösungen geht. Und das ist der Sinn unserer Videos, dass wir nicht nur rumstenkern und auf Missstände hinweisen, sondern dass wir auch gelegentlich eine Lösung darstellen. Was ist sie denn? Es ist eine Staatsakademie mit Bachelor, Masters und Doktorprogramm in den Bereichen Justiz, Recht, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und so weiter, die prekären zentralen Themen. Denn nicht jeder, der heute BWL, VWL, Jura studiert, hat die Ambition, seine Macht und sein Geld unendlich zu vermehren. Es gibt auch Menschen, die eine große soziale Ader haben, die sicherstellen wollen, dass hier fair mit den Menschen umgegangen wird. Es gibt Leute, denen ist die Chancengleichheit wichtig. Und die sind mindestens so intelligent wie die Karrieristen. Und das muss man fördern, denn wir reden ständig über Ausbildung, Kita, Grundschule, mehr Lehrer und bla bla bla. Aber wo mangelt es denn am allermeisten oben? Oben am Kopf, da mangelt es, denn unsere Minister und auch Staatsminister sind in den Themen komplett überfordert und das muss sich ändern, sonst haben wir keine Chance gegen den Geldadel, der auch, wie Sie ja selber wissen, die Politik infiltriert, ob es Draghi, EZB ist, Goldman Sachs, ob es Powell ist, Federal Reserve Bank in New York, Carlyle-Gruppe, LBO und größte Firma in den USA, privater Natur, oder ob es Diesel geht, ist Cheflobbyistin Angela Merkel. Man infiltriert
das politische System. Man macht durch sehr viel Einfluss, macht man sich die Staatsdiener zu seinen Dienern. Und das führt dazu, dass in den USA der reichste, zweitreichste oder reichste Amerikaner Warren Buffett einen Steuersatz hat von 15%, aber seine Sekretärin leider 40% all in. Das kann nicht gut gehen. Deswegen dagegen wirken. Mit exzellent ausgebildeten, sozial verantwortlichen Universitätsabgängern, die auch Praxiserfahrung sammeln in den Ministerien, die sicherlich auf einem höchsten Niveau ausgebildet sein müssen, damit sie diese Spiele in der Politik über die Mehrheit der Bürger sich nicht ergehen lassen können. Und wenn die Politik trotzdem noch wackelt und sich infiltrieren, manipulieren und einsetzen lässt für die großen Carry Trader Hedge Funds, Industriekonglomerate, Dynastien und so weiter, dann haben sie nur noch den Wahlzettel. Aber ich habe es satt, wirklich, ich bin es wirklich satt, diese Lamentierungen mitzubekommen. Dann wird irgendeine Bullshit-Aktionismus entwickelt, der komplett im Sand verläuft. Also, Top-Ausbildung in den Kernbereichen. Die Leute sollen sich dann auch verpflichten, 10 Jahre dort zu agieren. Das darf nichts kosten. Man holt sich die intelligentesten und fähigsten in diese Bereiche. Es hat einen guten Status. Es wird ordentlich bezahlt, zwar nicht so viel wie in der freien Wirtschaft. Dafür hat man aber auch eine gewisse Sicherheit. Und dann wird die Leistung abgerufen und die Politiker müssen sie dann aber auch umsetzen. Ich verbleibe mit allerbesten Grüßen heute. Da ist nämlich nicht mehr Panama das Paradies, sondern Panama ist ein ordentliches Umfeld bei uns in Europa, vor allem in Deutschland, in dem es auch Chancengleichheit gibt für die deutschen kleineren, mittleren Unternehmen und die Mittelständler im Kampf gegen die Megakonglomerate. Und tschüss, ich sage danke, dass Sie mir zugehört haben und arrivederci.